Hallo Leute, wie versprochen, das zweite Video. Fangen heute wieder an mit einfachen Solo-Drills. Okay, Thema ist Passing the Guard erstmal, die ersten Übungen. Okay, und hierzu zeige ich euch die erste Variante. Jeder hat ja zu Hause einen Tisch, ein Kissen, einen Karton, okay, oder einen Stuhl, so wie ich jetzt hier in dem Fall. Okay, legen beide Hände hier auf dem Stuhl, stellen es vor, als wenn jetzt beide Knie, gehen den Schritt zur Seite, bringen den Fuß zur Hüfte, gehen hier leicht in die Hocke und wechseln die Seite. Das Ganze könnt ihr erstmal 10 Mal pro Seite machen, also insgesamt in Summe 20 und dann auf 30 steigern, also 15 auf jeder Seite. Die zweite Variante ist folgende, da täuschen wir an, okay, das heißt dieselbe Ausgangsposition, gehen nach links jetzt zum Beispiel hier raus, täuschen die linke Seite an und gehen aber hier auf die rechte Seite. Dasselbe hier, rechts antäuschen, links rausgehen, links antäuschen, rechts rausgehen, okay. Die Wiederholung ist dieselbe wie bei der vorigen Übung, 20 Mal und dann auf 30 steigern. Die nächste Übung ist mit Positionswechsel. Das bedeutet, wir gehen hier wieder Schritt nach außen, bringen den Fuß zur Hüfte, wechseln, schwingen das Bein hier rüber, gehen hier leicht in die Hocke, schwingen das Bein wieder rüber und wechseln. Und wieder zurück. Wieder Schritt nach außen, wechseln, schwingen, in die Hocke gehen, wieder schwingen. So, die nächste Variante, da brauchen wir jetzt keinen Stuhl mehr dazu, weil wir da die Position wechseln. Dann stellen wir uns einfach vor, gehen hier wieder in die Ausgangsposition, Schritt zur Seite, Fuß zur Hüfte, bringen beide Hände auf den Boden, bringen das aufgestellte Knie zum Knie in den Knie, stellen dann das andere Knie wieder auf und richten uns auf und wieder hier. Knie und Belly, Scheibenwischer, aufstellen, wechseln, wieder. Knie und Belly und wieder in die Ausgangsposition. Die nächste Möglichkeit ist, wir machen jetzt einen Armbar, stellen uns vor, unser imaginärer Partner würde den Arm zur Decke strecken. Und zwar immer im Wechsel, okay? So, das bedeutet, hier wieder Toriando, Bass. Schritt zur Seite, schwingen das Bein hier über den Kopf, setzen uns hin, strecken hier die Hüfte, bringen beide Füße zur Decke, strecken und kreuzen, sodass wir wieder in die Ausgangsposition kommen. Und wieder dasselbe hier. Knie und Belly, Beine über den Kopf schwingen, senkrecht hinsetzen, Hüfte strecken, Füße zur Decke und wieder in die Ausgangsposition. So, die nächste Übung brauchen wir unseren Gürtel, wickeln den um beide Hände. Okay? Stehen schulterbreit da, spannen den Gürtel über unseren Kopf, führen erst im gestreckten Zustand unter Spannung, hinterm Rücken, vorm Körper. Das Ganze 10 Mal, kann man natürlich dann steigern auf 20 Mal. Die nächste Übung, wieder in die Ausgangsposition, machen einen Ausfallschritt nach vorne, gehen wieder zurück, im Wechsel. Das Ganze auch hier 5 Mal pro Seite. Die dritte Übung ist wie die zweite, gehen hier in Ausfallschritt, strecken das hintere Bein, dass beide Beine gestreckt sind. Bäumen uns einmal nach rechts in die Ausgangsposition, nach links, drehen den Körper nach rechts, wieder in die Ausgangsposition, nach links, Ausgangsposition, zurückdrehen und mit dem anderen Bein gehen wir vor. Strecken wieder das hintere Bein durch, beugen uns nach rechts zur Ausgangsposition, nach links, Ausgangsposition, drehen uns ein, wieder nach links, Ausgangsposition, rechts, Ausgangsposition, drehen uns wieder ein. Das Ganze auch
fünfmal pro Seite. Die vierte Übung ist wieder im gestreckten Zustand hier in die Hocke gehen. Das Ganze auch 10 Mal.